So, wir wollen runter zu den Zwergen. Das könnte eine Ecke dauern. Denn leider haben die keine Anbindung mit den Pferden. Was ein wenig komisch ist. Denn die Zwerge sind doch schon ein ziemlich großes Reich, aber die wollen wohl keine Pferde benutzen. Auch wenn sie Ponys normalerweise benutzen, so in Fantasy-Welten. Aber okay, haben wir halt nicht. Das heißt, wir müssen jedes Mal, wenn wir zu den Zwergen wollen, ganz hier runterlaufen. Bis wir halt später fliegen können. Oder uns teleportieren. Ah, das wird später so praktisch, wenn wir Wassermagie ganz hoch haben. Aber das dauert noch eine ganze Ecke. Vor allem ist das tierisch teuer, erstmal zu kaufen, den Schrauberspruch. Ja, Geld ist halt echt so die Sache. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir in den Grabhügeln bei den Zwergen gut Beute machen werden. Frage ist halt nur, ob unsere Magier, also unsere Fernkämpfer, stark genug sind, um da einigermaßen Chaos anzurichten. Denn gerade bei Lei bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Denn ihr Zauberspruch wirkt nicht bei allen Kreaturen. Eigentlich wirkt es nur bei ziemlich wenig Kreaturen. Müssen wir dann gucken. Oh ja, wir sind doch schon da. Gucken uns erstmal hier die Häuser an. Falsche Seite. Und hier liegt Gold auf dem Fußboden. Ich mag Zwerge. Sommerkreis. Eigentlich gab es mal 4 Steinkreise. Eine für jede Windrichtung und Jahreszeit. Aber der östliche Kreis wurde während des Krieges zwischen dem Kult der Sonne und des Mondes irgendwo in Nikon zerstört. Okay. Oh, neue Sachen zum Aufschreiben. Glasflaschen für 2000. Das ist teuer. Glasfüllpunkt 2K. Kaufen. Obwohl, das ist irreleitend. Kann man kaufen. Und Sand verkaufen. Sand? Okay. Aber wenigstens haben wir hier schon mal noch einen Händler. Vor allem, wenn das 2000 kostet im Kaufen, kann man es bestimmt für 3000 oder so verkaufen. Also eine ganz schön hohe Gewinnspanne. Müssten wir mal gucken. Also wenn wir irgendwo jemanden finden, der Glasflaschen kauft, gleich mal testen. Das Tal der Hügelgräber ist kein Platz für ein längeres Verweilen. Ich werde nach Steinstadt zurückkehren, wenn es hier zu schlimm wird. Steinstadt ist dann die Hauptstadt von den Zwergen. Ja, das hat deine Kollegin auch schon gesagt. Aber wir haben hier noch eine Taverne. Was kann ich euch bringen? Taverne heißt Arkomage spielen. Erstmal Proviant kaufen. Steinsuppe. Es gibt nichts Besseres. Steinsuppe? Was zur Hölle? Und auch sehr schön hier, der Typ auf dem Tisch. Aber ja, Arkomage spielen. Siegesbedingungen. Man fängt an mit 20er Turm und 50er Mauer. Also ganz schön hoch. Das Ziel ist ein 100er Turm, Ressource 300. Ich denke, das wird länger dauern. Spielen. Ja. Plusturm, Plusturm. Minus ein Steinbruch, nee. Jeder Turm nimmt 7 Schaden, minus 1 Magie für alle Spieler. So wirklich tolle Sachen hatte ich am Anfang nicht. Im Gegensatz zu ihm. Magie plus 1 ist ein richtig schöner Start. Jede Runde 1 mehr Juwelen. Aber gut. Machen wir das Beste draus. Plus 1 Turm weiterer Zug. Ja. Noch mehr Mauer. Warum auch nicht? Und schon haben wir keine Juwelen mehr. Wenn Steinbruch, kleiner des Steinbruchs des Gegners, plus 2 Steinbruch, sonst plus 1 Steinbruch. Ich glaube, da warte ich, bis er das einmal aufstuft. Oh, oder ich mache meinen Steinbruch absichtlich schlechter. Oh, es geht nicht schlechter als 1. Ja, okay, so viel zu der Idee. Ich wollte meinen eigentlich auf 0 bringen und dann hiermit auf 2, weil der dann ja kleiner wäre als seiner. Ein Schaden. Turm des Gegners nimmt 3 Schaden. Geht der eine Schaden auf die Mauer oder auf den Turm? Auf die Mauer, sehr gut. Nochmal mehr Magie. Das ist nicht schön. Oh, warte mal. Jeder Turm nimmt 7 Schaden, minus 1 Magie für alle Spieler. Und wir haben gerade gelernt, wir können nicht unter 1 gehen. Aha. Gegner nimmt 6 Schaden, minus 3 Kreaturen für Gegner. Der hat schon 8 zu.
Also ihr kriegt jede Runde 8 grüne Kreaturen. Ich habe kein gutes Gefühl über dieser Runde. Absolut nicht. Plus 5 Turm. Nee, ich bewahre mir die Juwelen lieber auf, dass ich irgendwann mal was bekomme, was uns mehr Magie bringt. Und baue weiter meine Mauer auf, weil ich so ein toller Zwerg bin. Plus 7 Mauer, plus 7 Juwelen. Darauf könnte man sparen. Plus 2 Turm. Ich will davon nicht wirklich irgendwas wegschmeißen. Na doch, komm, du kannst erstmal weg. Und Mauern bauen, nein, wir wollten das da haben. Au. Das war ein Drache. Und wir haben dabei Ressourcen verloren? Nein. Du kostest 9. Eigentlich müssten wir echt nur seinen Turm kaputt hauen, ne? Das heißt, ich hätte die eine Karte gar nicht wegschmeißen sollen. Sechs Mauern, 3 Turm. Das kostet 24, das werde ich mir niemals kaufen können, oder? Na komm, wir benutzen jetzt das, kriegen dann nur ein mehr leider. Alle Spieler verlieren 6 Kreaturen. Oh, das ist gut, wir haben richtig viele und er hat nicht ganz so viele. Aber er hat einen höheren Zoo. Hm. Und du klaust uns gleich den einen Steinbruch, den wir uns hart ergaunert haben, wieder weg. Ja, doof. Plus 3 Kreaturen. Na gut. Und das zu der Theorie, dass wir einfach nur seinen Turm runterhauen müssen. Gib ihm. Unsere Mauer sieht echt nicht gut aus. Aber seine geht auch schön runter. Ja, Zerstörung. Oh. plus 7 Mauer, plus 7 Juwelen. Ja, sehr schön. Oh, wir haben inzwischen auch 4. Alle Spieler haben den höchsten Magiewert des Spielers. Oh, warum hast du das gezaubert? Oder ist das... Ja, okay. Nicht in Frage stellen, einfach genießen. Wir erhöhen unseren Turm. Wir erhöhen unsere Mauer. Und wir beklauen den Gegner. Wir brauchen Steine. Okay, was schmeißen wir weg? Plus ein Magie, das klingt sehr gut. Das kostet viel zu viel. Okay, ich weiß, das kostet noch viel mehr, aber das ist echt schön. 20 Mauer und 8 Turm. Alle Spieler verlieren 8 Steine. Nein, das kann weg. Oh, dabei fällt mir gerade auf. Er braucht nur 300 Ressourcen zum Gewinnen. Nicht so schön. Plus 7 Turm, minus 10 Steine. Dann verbrauchen wir erstmal unsere Steine. Und dann verlieren wir nur einen. Komm, go, go, go. Gegner nimmt Schaden. Minus 1 Magie, Turm des Gegners nimmt 9 Schaden. Am Anfang hätte das noch was gebracht, aber jetzt hat er viel zu hohen Turm. 12 jede Runde. Der gewinnt gleich. Das ist. Also ja, wir müssen ihn runterprügeln. Auch wenn es für uns ein wenig schmerzhaft ist, aber hilft nicht anders. Minus ein Steinbruch jeden Spieler, das bringt gar nichts. Mauer plus 3, nee. Turm des Gegners nimmt 5 Schaden. Minus 8 Kreaturen. Ja, gut. Was? Plus 8 Turm. Diese Karte kann nicht abgelegt werden. Plus 8 Turm ist doch nicht schlimm. Nun war es keine 8. Plus 20 Turm. Au. Ich brauche eine neue Mauer. Gib mir eine billige Mauer da. 8. Nicht schön. Okay, er nimmt 2 Schaden. Aha, wenigstens etwas an.
Etwa Sandmauer. Plus ein Steinbruch. Ja, sehr gut. Plus 12 Turm. Mhm. Komm schon, lass mich doch nur ein bisschen aufbauen. Der muss immer gegen anstinkern. Also 16 Steine werden wir bestimmt nicht so schnell bekommen. Kann also weg. Plus 2 Steine. Komm, 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 komm. 28 noch. Eine Karte ziehen, eine Karte ablegen. Okay, wir legen ab. Das da. Trifft den gegnerischen Turm für 2 Schaden nochmal dran. Okay. Plus 6 Turm. Nee, ich brauche erstmal eine hohe Mauer. Hm. Ja, ich brauche erst die hohe Mauer, sonst greift er mich gleich wieder an und der Turm ist wieder unten. So, dann brauche ich einen mehr Steinbruch, damit ich allgemein jede Runde mehr Stein bekomme. Noch mehr Stein bekommen. Ah, Mist, er hat gewonnen wegen den doofen Kreaturen. Hey, nochmal. Ja, 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 ich habe verloren, ich weiß. Drei Mauer, geht in den Schaden. Ein Schaden, Turm geht in zum 3 Schaden. Turm des Gegners sind 2 Schaden, weiterer Zug. Das klingt gut. Turm des Gegners nimmt Schaden. Ich versuche jetzt möglichst schnell runter zu prügeln. Also am besten an der Mauer vorbei. Plus 4 Mauer, plus 1 Steinbruch. Sehr schön. Wenn Mauer des Gegners größer 0, 10 Schaden. Plus 3 Mauer. Also ja, ich habe schön viele Kreaturen zum Mauer runterprügeln. Aber eigentlich will ich direkt auf seinen Turm. Kann ich mir nur nicht aussuchen. Plus 11 Turm. Brauche ich aber erstmal nicht. Erstmal schön Schaden bei ihm aufrechterhalten. Minus 3 Juwelen. Nee. Wir brauchen Ressourcen, verdammt. Das kann weg. Oh, ich glaube, er macht das gleiche bei uns. Wir hätten erstmal gerne mehr Turm. Dann hätten wir gerne Schaden beim Gegner und noch einen Zug. Und plus 1 Magie. Sehr gut. Muss er gleich hinterherstecken mit mehr Bestiarium. Hm? Plus 5 Turm, plus 8 Turm. Ist alles plus Turm, was ganz praktisch ist. 15. Na komm, du kannst weg. Lauter schöne Sachen. Ist hier irgendwo Magie mit bei? Mauern bisher rum? Nö. Okay, dann bring ich dich erstmal raus. Wenn Magie, größere Magie des Gegners. Ja. Nimmt Gegner 12 Schaden. Sauber. Gegner nimmt Schaden. Oh, plus 1 Magie. Das brauchen wir nächste Runde. Was legen wir ab? Plus 2 Turm, Gegnern 2 Schaden. Plus 8 Turm, plus 1 Bestiarium. Nö, das brauchen wir nicht wirklich und kostet 14. Das ist ganz schön teuer. So, wir hätten gerne plus 1 Magie, plus 3 Turm, plus 3 Mauer. Das sieht doch schon wesentlich besser aus als das letzte Spiel. Plus 3 Mauer, Gegner nimmt Schaden. Mehr Mauer, mehr Bestiarium. Und jetzt 1, 2 Kreaturen werden schick. Genau. Jetzt noch so ein Drache oder so. Okay, dann nicht. Plus 2 Turm, Gegner nimmt Schaden. Gegner nimmt 10 Schaden, minus 1 Bestiarium. Für Gegner minus 6 Kreaturen für Gegner. 17, das ist teuer. Aber kann ich mit leben. So, seine Mauer ist fast weg. Unsere Mauer ist da. Unser Turm ist nicht ganz hoch, aber das können wir gleich ändern. Plus 10, ja. Also komm schon. Glück sei mir hold, gib mir
Das ist auch schön. Aber eigentlich wollte ich sagen, gib mir ganz viele Kreaturen. Plus 7 Turm, minus 10 Steine, das ist doof. Ich brauche meine Steine. Mauern. Nee. So, plus ein Turm, weiterer Zug. Ja, komm. Plus 8 Mauer, Gegner nimmt 10 Schaden. Aber 18, da kommen wir nie schnell ran. Na gut, spielen wir für dich. Du weg. Wir haben inzwischen mehr als er. Ja, Kreaturen, sehr gut. Komm, 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 komm. Noch ein, zwei Kreaturen, denn. Wenn Steinbruch, kleiner Steinbruch des Gegners, plus 1. Ja, doch, sollten wir jetzt machen. Dann haben wir mehr Steinbruch und können dann diesen anderen Zauber jetzt zaubern. Plus 20 Turm. Kaschan. Siehst du mal. Also, uns fehlen noch 36. Mehr Turm. Mehr Turm. Geht in einem 20 Schaden, Bestiarium und überhaupt und kaputt. Gegner nimmt 6 Schaden. Also jetzt gewinnen wir an Turmhöhe und Gegnerturm töten, oder wie? Zing. Turm des Gegners nimmt 5 Schaden. Komm schon, wir brauchen nur noch 20 Turm. Plus ein Magie. Aha, mehr Turm, noch 11. Ja, Turm des Gegners nimmt Schaden, ist okay. Plus ein Steinbruch. Es kann doch nicht sein. Ah, plus 12 Turm. Gegner nimmt 5 Schaden. 3 verdammte Türme noch. Schaden gegen jede Mauer, weiterer Zug. Kann ich mit leben. Und Turm. Haha, gewonnen. 1800 Gold. Und aufschreiben. Arcomage. Zwerge. Gewonnen. Menno. Also ja, die Spiele können teilweise recht lange dauern. Ich werde das jetzt so einfügen, dass vor den Arcomage-Spielen mache ich immer so einen Link, dass man die Spiele überspringen kann. Also falls ihr keine Lust habt, dazu zu gucken. So, schließen. Schließen. Proviant hatten wir schon gekauft. Schließen.